In Europa sind ca. 20% aller Männer davon betroffen, einmal an der Prostata in irgendeiner Form operiert zu werden. Ob das notwendig ist oder nicht, hängt wirklich von vielen Faktoren ab. Der wichtigste Faktor allerdings ist, handelt es sich um einen Eingriff, der wegen einer bösartigen Veränderung gemacht werden muss oder wegen einer gutartigen Veränderung, um irgendwelchen Zuständen vorzubeugen oder auch den Lebenskomfort zu erhöhen. Das heißt, kann man diese Operation machen oder will man sie sich machen lassen? Bei der gutartigen Prostatavergrößerung sind wir mit den typischen Beschwerden konfrontiert, dass der Mann in der Nacht öfter aufstehen muss. Es kommt zur Strahlabschwächung. Manchmal muss er sogar relativ lange warten, bis der Strahl losgeht. Und die Frequenz ist auch tagsüber erhöht. Also das sind diese typischen Prostata-Beschwerden des, sagen wir mal, erwachsenen Mannes. Die können aufgrund einer ganz normalen, gutartigen Prostatavergrößerung auftreten. Und eine solche Prostatavergrößerung haben ca. 60% aller Männer über 50 in unserem Breitegrad. Die gleichen Symptome können allerdings auch bei einer bösartigen Vergrößerung auftreten. Nur kann es auch sein, dass eine bösartige Prostataveränderung völlig ohne Symptome abläuft. Das heißt, einerseits brauchen wir Vorsorgeuntersuchung, um eine bösartige Erkrankung rechtzeitig zu erkennen. Die kann immerhin in 6-10% aller Männer in Europa auftreten. Und auch um eine gutartige Vergrößerung so zu erkennen, dass keine Spätschäden an der Blase entstehen.